In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Snapchat am besten einstellt, wenn ihr eure Privatsphäre schützen wollt. In Snapchat findet ihr die Einstellungen, indem ihr auf euer Profil geht und dann oben rechts auf das Zahnrad klickt. Dort scrollt ihr runter, bis ihr zum Bereich kommt, der entweder wer darf oder wer kann heißt. Schauen wir uns mal die drei wichtigsten Möglichkeiten an. Entscheidet, wer euch kontaktieren kann. Vielleicht möchtet ihr keine Nachrichten von Fremden erhalten. Ihr könnt außerdem entscheiden, wer eure Story anschauen kann. Hier könnt ihr eure Freunde auswählen und auch einzelne Kontakte unter Benutzer definiert ausschließen. Überlegt euch außerdem gut, ob ihr wollt, dass andere euren Standort auf der Snapmap sehen können. Weder Freunde noch Bekannte oder sogar Fremde können im Geistmodus sehen, wo man gerade anzutreffen ist und wo man zum Beispiel wohnt, wenn man sich dort viel aufhält. Alternativ könnt ihr hier einzelne Personen auswählen, die das sehen dürfen. Noch ein Tipp: Achtet auch beim Teilen einer Story darauf, dass ihr diese nur in eure Story stellt und nicht direkt mit allen über die Snapmap teilt. Geht auch die Einstellungen am besten auch direkt an eurem eigenen Gerät durch und schreibt uns einen Kommentar, falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt.